So, willkommen zurück zu Let's Play GTA 4. Ich bin wieder da mit Nico und ein unbekannter Anrufer ruft uns an. Nico, it's Patrick McCreary. You and me did some work for Elizabeth Torres together? You mean I saved your ass? Well, if I'd have known it was such a big deal to you, I would have asked you to let them kill me. Anyway, if you're in need of extra funds, I'm in need of a good man. Come over to Mama's on Savannah Avenue in Meadows Park. I'm always in need of money. See you there. Ja, jetzt geht's dann langsam richtig rund hier mit den Missionen. Wir kriegen eine nach dem anderen. Das heißt, wir können richtig Geld machen. Wir haben aber eigentlich schon richtig Geld. Also Nico könnte sich eigentlich schon ja, zur Ruhe setzen, jetzt nicht unbedingt. Aber erstmal schön ein Jahr oder so davon leben. Das wäre nicht die Frage. Aber Nico ist natürlich ein Workaholic, der kann nicht aufhören. Damit Leute zu erschießen, das ist wie eine Sucht. Wenn man einmal damit angefangen hat, dann kann man nicht mehr damit aufhören. Ich kenne das selber. Ja, das ist einfach... Andauernd klingelt das Telefon, ey. Total viel los. Nico, I heard that Michelle was a cop or a fed or something. Is it true? I don't know what she is, but she was lying to us all along and now I'm paying for it. Nesta. There was always something funky about her. I'm real sorry. Ja, das bringt mir jetzt auch nichts, Mallory. Du bist auch eine dumme Kuh, ey. Jetzt tut's dir leid. Du hast mich ja vorgestellt. Mann. Hey, what's up, money? Hey, come on. Ladies, give me a few minutes. Business call. This is my town. Look at it. All them tiny ants down there. Man, shit is crazy. So I guess you do okay. Yeah, okay. But what about you? What motivates you? Well, I need money. This pays. I can do it. I don't care if I live or die. And I'm looking for someone. Someone special? Yeah, you could say that. So, why do you need me? Well, I'm always looking for good guys. Build an army. But in my work, people change. Money changes people, not me. I'm still a hustler from these streets. And I heard good things about you. Okay, but I'm warning you. I'm not low budget. Do I look like I live low budget, dog? Yo, player! Fuck you want? There's someone here for you. Dwayne or some shit, I don't know. Motherfucker got out? Damn! My dude! What's up, son? What's going down? You didn't tell me you was getting out? Man, I would've laid on a party, got some freaks out. Shit. I called. Couple of times. Man, hey, Dwayne. This is Nico. Hey. Nico Dwayne Ford. Taught me everything I know. Not everything. So, hey, man, where you staying? You need some money? What's the plan? What you mean, what's the plan? Pick up where we left off. I'm out. I'm back. We keep on rolling. You say we? Yeah, we. Unless you too fine. What, your silk sheet? Fancy dress wearing life too big for me now? Oh, hey, I ain't saying that. You know, what's mine is yours. You need help, just holler. Hell, this Slavic motherfucker any good, he can help you. But you know I do anything I can. But right now, we gotta roll. Just give me 1 second. Ain't folk quick to forget. Some folk. Yeah, that's the truth. Where did you get out from? Preschool. Okay, Dwayne, we gotta roll. Please make yourself at home. Hell, this is your home. This jet money. Motherfucker must think I'm an idiot. Ja, Playboy ist nicht gerade sympathisch. Wir
Wir könnten jetzt deine dicke Spritschleuder nehmen, aber ich habe da keine Lust drauf. Außerdem durch die engen Straßen von Liberty City, da nimmt man lieber was Kleineres. Big real estate developer? I don't know. I've heard a lot of names since I got here. This guy's a big developer. Are you and him having meetings about how to run the city? Not yet, but I got an idea about how me and him can get friends. Some Italian dudes shut down his building site on some union bullshit. They all up in the place, strapped to their fronts with hard hats on and shit. Won't let nobody get near. What are you suggesting we do about it? You're gonna go in there and get them mafia types off the site. Meantime, I'm gonna tell Yusuf how good we've been to him. That cat and me is gonna be tight as two cellmates on lockdown after this. What's in it for me? I'll give you what you're after. Cold, hard cash. That what you're chasing, right? Amongst other things. I don't know how good your plan is, though, Playboy. If I get rid of the guys on the site, then won't there be more? If it's a union problem, doesn't that make it bigger than a few guys with guns? Shit. Union is just another word for mafia. These cats is looking to squeeze our boy Amir for dollars just because he ain't from here. When we fuck their people up, they'll realize that he ain't a cat to be messed with, and they'll back off, okay? Shit, Yusuf is from Dubai. He's an African, and he's coming to Liberty City to make it big. It's my duty to watch this cat's back. My ancestors came from Africa. Now he's coming out a bit later. Me and him could be cousins, shit. I think you might want to look at the map, Playboy. Dubai isn't in Africa. Shit, it all the same. Africa, America, Dubai. It don't matter. We're brothers. Spiritually, I mean. And that's the important bit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Um keine Ausrede verlegen, dieser Playboy. Naja, wir lassen ihn mal weiter seinen heißen Dampf ablassen. Soll er doch blubbern, wie er will. Uns interessiert wie immer nur das Geld und der Spaß an der Sache. Vielleicht bekommen wir hier mal endlich eine neue Waffe. So eine M4 oder eine AK wäre schon mal ziemlich, ziemlich nice. Ich brauche keine Sniper Rifle, ich brauche eine AK oder sowas. Aber gut, zeig mal her, was da drin ist. Yo. There's three lookout cats making sure no one makes move on the site. You best take them out with the rifle before you hit up the rest of them. I'm gonna get in a position where I can see all the shit going down. If you can take out the main cats, then the rest of them shouldn't be a problem. When you in there, I'll give you the lowdown on where these main cats is at. You might be better seeing the lookouts from up here too, money. Ja, ich weiß, von oben sieht man besser, aber ich denke, das kriege ich auch von hier unten hin. So, das war der erste. Weiß gar nicht, der normalerweise würde der nicht so schreien. Ich habe ihn immerhin einen Kopfschuss verpasst. Hier ist der zweite. Da glotzt er jetzt blöd. Wo ist denn der? Fatboy. So, die droppen AKs. Das ist sehr geil. Das ist sehr geil. Und hier ist der letzte. Ab nach unten mit dir. Platsch. Geiler Scheiß. So. Oh, ich habe schon eine AK. Und das nicht zu knapp mit Munition bestückt. Das ist geil. Das ist verdammt geil. So, dann kann der dritte Weltkrieg ja beginnen. Wo ist denn der Eingang? Dammit. Jawohl. So. Seid ihr Gegner? Nee. Ihr seid keine Gegner. What the fuck, Mann? Wo denn? Wow, 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 wow. Da. Da ist einer. Jawohl, den haben wir schon mal. Oh. Hier geht's ja richtig rund. Mann, 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 die Gewerkschafter sind ja richtig krass drauf. So, wo ist noch einer? Irgendwo schießt noch einer auf mich. Da. Da ist noch einer. Eine Markierung von den Gegnern wäre ziemlich geil. Ich erkenne fast nichts, aber ich sitze auch ziemlich weit weg vom Bildschirm, muss ich sagen. Ist der tot? Ich denke, der ist tot. Okay. So, wo geht's denn eigentlich hin? Wo ist die Treppe nach oben? Das ist hier die Frage. Wir müssen auf jeden Fall hier entlang.
Was hat der für ein Problem? Ich bin ein wiesliger Hurensohn. Das fasse ich ja nicht. Oh, wo denn? Die müssten über uns sein, oder? Ja. Die treffen ja gar nichts. Kabisch, halt die Fresse, du Mafia-Furz. Jetzt gibt's sowas von aufs Maul. Komm mal her hier. Wo sind sie denn alle? We got you surrounded. Ist mir doch scheißegal. Ich kill jeden von euch. Oh, jetzt mit Granaten sogar. Oh, das war schlecht geworfen. Das war noch schlechter geworfen. Nico, kannst du mal anständig werfen? Wie wär's? Da, hier frisst das. Und du frisst auch das. Zack. Hat niemanden erwischt? Wie kann denn das sein? Jawohl. Mal ganz weit schmeißen hier. Da hinten sind noch Gegner. Da ist noch einer. So, jetzt geht's richtig rund. Jetzt komme ich mal aus der Deckung raus. Jetzt machen wir ernst. Da ist auch noch einer. Oh Mann. Ich treffe ihn nicht. Wollt ihr nicht einfach mal sterben? Das gibt's doch wohl nicht. Er ist tot, jawohl. Komm schon, zeig deinen Kopf. Hä? Das war doch ein voller Treffer. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich ihn. Ja, natürlich. Ja, ja, es ist scheißegal, wie viele Gegner kommen. Nico macht sie alle kalt. Oh, hier geht's richtig rund. So, Momentchen, du bist wieder aufgestanden. Das ist nicht clever von dir. Explodiert das Fass? Nee, nicht wirklich. Okay, ich habe hier was für euch. Schauen wir mal, ob die so weit fliegt, wie sie so... Oh, fuck it, ich muss hier weg. Holy schmoly, das war knapp. Schmeiß mal nochmal eine in diese Richtung einfach. Warum nicht? Wenn wir sie schon im Inventar haben, dann können wir sie auch benutzen. Die Kackgranaten hier. Komm auf mit der Scheiße. Zack, da ist ja noch einer. Komm mal her jetzt. Billiger Mafia-Furz. Wow, 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 wow. Entspannt euch mal. Den Helikopterpiloten abzuballern, das wäre ein Traum. Au, au, au. Ich muss ganz schnell dahin, sonst will der abhauen. Jetzt aber schnell. Komm schon. Da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Du bleibst bitte liegen, du kleiner Jogginghosen-Fan. Oh Gott, im Himmel. Jetzt kassiere ich aber richtig. What the fuck, Mann? Wie viele das sind? Oh Mann, oh Mann. Er ist schon weg, oder? Sehe ich das richtig? Ich habe zu lange gebraucht, oder was? Wieso ist denn der Heli weg? Die Markierung ist immer noch hier. Den Heli haben sie weggeschickt, oder was? Ohne ihn zu evakuieren. Ich check's nicht ganz. Ich verstehe das nicht ganz. Da ist er ja. Bleibst du hier? So, ich habe alle. Und jetzt? Playboy, melde dich mal. Ja, ist vorbei, sehr schön. I got rid of all the union problems on this site. As you can see, this place is going to need a cleanup before any workers come in. You the money, son. You says PA won't put me through to the cat. But when they hear about this shit, they're gonna start listening to Playboy. Playboy. Ja, natürlich. Playboy hat da ganz gut aufgeräumt. Nein, hat er nicht. Das war alles Nico. So, wir springen hier mal runter, das sollte ja nicht zu viel abziehen. Geil. Und wir sind jetzt richtig gut ausgerüstet, waffenmäßig.
Da können wir auf jeden Fall in den nächsten Krieg wieder starten. Wir haben die ganze Panzerung verloren, ich fasse es nicht. Und eine SMS haben wir auch noch bekommen. Von Roman. Nico, was ist los? Wieso versetzt du mich? Ah, heul nicht rum. Heul doch nicht rum. What the fuck? Was hast du für ein Problem, du Scheißbulle? Aus dem Weg, Mann. Oh, das ist nicht gut. Ich habe hier nirgendwo ein Auto und habe mir gerade hier den Ärger der Cops zugezogen. Ich brauche das Taxi da hinten. Ich will nämlich nicht verhaftet werden. Ich will auf keinen Fall verhaftet werden, sonst verliere ich meine ganzen Waffen. Das wäre nicht so toll. So. Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir beim nächsten Video da weiter, wo wir jetzt aufhören. Nämlich bei Playboy. Und wir hören uns beim nächsten Mal, genau. Bis dann.